haben hier zum Beispiel ein Foto, die wir manipulieren möchten. Und zwar möchten wir gerne zwei verschiedene Schuhe hier mal hervorheben. Das passiert natürlich auf verschiedene Arten. Wir wollen aber in diesem Fall die Maske anwenden. Legen den jetzt mal direkt in die Informationspalette, klicken an und können hier jetzt diese ganze Geschichte manipulieren. Als erstes nehmen wir mal diese rote Schuh. Ich zeichne wieder eine Ellipse und versuche den mal einigermaßen so über den Schuh hinzukriegen. Na, hier ist nichts mehr zu machen. Das heißt, ich schalte den Proportionalität hier mal aus. Das kann ich durch die Deckkraft im Außenbereich einfach mal wegzukehren. Dadurch sehe ich natürlich etwas genauer, wie das Ganze aussieht. Aber in diesem Fall, denke ich, reicht es, das auf diese Art durchzuführen. Gehe in den Außenfilter, stelle den wieder auf 100 und wähle hier mal berühmten Chroma Key aus über dem Farbrad. Hier hätte ich das gerne dementsprechend erledigt. So, jetzt komme ich aber auf die Idee, nicht nur der rote Schuh ist interessant, sondern ich möchte gerne auch diese Schuh in dieser Gegend haben. Das heißt, das war ein pinker Schuh. Und hier ist es so, dass Sie einfach eine zweite Ellipse hier zeichnen können. Das kann auch ruhig außerhalb der Bereich sein, deshalb habe ich mein Umfeld ein bisschen größer gemacht. Ups. Jetzt haben wir das Problem, dass die übereinander liegen. Ich drehe den mal eben, weil ich muss ein bisschen mehr Drehung haben in dieses Ganze. Man kann also einfach durch Bewegen relativ schnell zu Ergebnissen kommen. Gut. Wir machen wieder den Proportionalität ab. Aber Sie sehen, was passiert. Solange ich keine Überlagerung habe, kann ich also auch ohne weiteres mehrere Punkte gleichzeitig auswählen oder einstellen. Also damit habe ich natürlich hier die ganze Geschichte deutlich getrennt von der Rest der Schuhe. Die dritte Möglichkeit will ich dann auch noch angehen, und zwar haben Sie hier eine Pfadzeichnermöglichkeit. Das ist nichts anderes als die Möglichkeit, jetzt über Punkte bestimmte Schuhe wieder freizustellen. Wir machen das jetzt mal grob. Es geht hier nicht um einen Schönheitswettbewerb, sondern versuche hier dann mal auf schnelle Art und Weise ein paar Punkte zu setzen. Natürlich können Sie diese Punkte wieder manipulieren. Es ist also nicht eine Geschichte, dass Sie das dementsprechend für immer so haben, sondern Sie können jeden Punkt, die hier gesetzt wird, nachher noch ändern. Sie sehen, was passiert. In dem Moment gehört er auch wieder zu der Maske und kann dementsprechend diese drei Paar Schuhe oder diese vier Schuhe kann ich getrennt von der anderen dementsprechend freistellen. Ja, das war's für die erste. Das nächste Mal kommen wir zu einem Praxisbeispiel. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.